Hi ihr Lieben, mein Name ist Marion Schauden von Flowers by Schauden und ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Wochenende gehabt. Ich auf jeden Fall schon. Ich war mit den Mädels in Amsterdam und da habe ich auch schon die ersten Farbkombinationen gesehen fürs Jahr 2017, Weihnachten rum. Und ich dachte, ich zeige euch mal, was für Farbtrend das ist. Werde allerdings etwas nicht Weihnachtliches gestalten, was ihr aber ganz schnell umfunktionieren könnt. Also, ich zeige erstmal, was ich mitgenommen habe. Einmal Kerzendraht, dann habe ich hier einmal wasserfestes Tape, eine wunderschöne Kerze, die rosanen Pfefferbeeren, dann habe ich hier ein bisschen eingefärbtes Eichenlaub, eine Frischmosikugel, einen Perlenstecker, eine Efeunadel und Filz. Also, wie ihr seht, wirklich nicht viele Materialien und um es ein bisschen wärmer zu machen, also Filz bleibt dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder, das hat sich auch wieder durchgesetzt. In so einem Auberginentun habe ich jetzt einfach mit einer Efeunadel festgesetzt und das werde ich jetzt einfach stramm umwickeln, dass es gleich aussieht wie so ein kleiner Wollknäuel und den setzen wir in die Schale hinein. Wollknäuel ist jetzt fertig hier. Also das ist super mit dieser Steckmasse. Erst runter und man kann auch eine Styroporkugel nehmen. Und die setze ich jetzt einfach in der Schale, quetsche das da so ein bisschen rein. Und dann mache ich hier so ein kleines Loch rein. Und da werde ich jetzt die Kerze drin befestigen. So hält die natürlich nicht. Okay, die hält komischerweise, aber ist sehr instabil. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Also diese Kerzen sind momentan total hot. Es ist halt keine Stabkerze und keine Stumpenkerze, es ist einfach eine schlanke Stumpenkerze, würde ich sagen. Jetzt habe ich den Kerzendraht. Normalerweise kann man den jetzt erhitzen von unten rein, aber dann bricht sie sehr schnell. Und ein super Trick ist einfach, um so ein festes Draht zu nehmen, solche kleinen Klammern zu bilden. Also wie lange die halt braucht, machst du jetzt nicht so lang, weil die Kerze auch nicht so lang ist. Und dann befestige ich das einfach mit diesem Tape. Das ist jetzt ein wasserfestes Klebeband. Also ihr braucht schon ein gutes Klebeband dafür. Mit Tesa wird es wahrscheinlich nicht reichen. Setze das unten an und drehe das einfach drumherum. Eigentlich eine ganz easy peasy Geschichte. Wenn es funktioniert, es funktioniert. Ich habe schon ein paar Kerzen so befestigt. Würde mich jetzt wundern, wenn es nicht klappt. So, nehme Nummer 2 für die andere Seite. Und wie gesagt, das könnt ihr noch schön ausschmücken mit ein bisschen Filz oder mit einem schönen Schleifenband. Aber wir versenken die einfach im Wollknäuel. So, machen ein bisschen Platz. Et voilà. Und dann sieht man diesen blöden Rand auch nicht mehr. Und die Kerze, die steht hundertprozentig. Könnte es jetzt auch noch in einer anderen Schale stehen bleiben? Nein, tut sie nicht. Ist eigentlich wie so ein kleiner Kukedema. Habe ich auch mal gemacht. Könnt ihr in diesem Video anschauen. Das war mit Pflanzen, aber das war eine etwas andere Geschichte. So, jetzt wieder zurück zum Stück. Farbkombination. Zartrosa kommt total zu Weihnachten. Jetzt dachte ich, mache ich es noch ein bisschen neutraler. Und da kommen jetzt diese tollen rosafarbenen Pfefferbeeren ins Spiel. Die werde ich jetzt einfach so ein bisschen drüber legen. Dekorativ und hier und da ein bisschen reinsetzen. Sonst könnt ihr das auch noch mit den Stielen natürlich ein bisschen dazwischen pieken. Und dann hält die Geschichte eigentlich schon ganz gut. Man kann das natürlich auch festkleben. Ich bin nicht so ein Freund vom Kleben, weil wenn man es dann zu Weihnachten umfunktionieren möchte, dann kann man wirklich die Sachen einfach rausnehmen und et voilà, dann sieht die Sache auch schon wieder schön aus. Und um den herbstlichen Touch zu machen, haben wir hier noch sehr schöne rosafarbene Eichenblätter, die werde ich hier einfach dran setzen, mit einer kleinen Perle befestigen und noch mal einmal ein Stückchen Pfefferbeere drüber legen und et voilà, ist die Geschichte schon fertig. Ja, ich hoffe, euch gefällt die Geschichte, steht die Kerze gerade, ja tut sie. Mir gefällt sie sehr gut, ich könnte es mir auch vorstellen mit kleineren Kugeln, größeren Kugeln, in Kombination als einer tollen Tischdekoration, eventuell auch auf dem Tablett. Wenn es euch auch gefällt, dann schenkt mir einfach einen Daumen hoch.
Schön, dass ihr alle wieder dabei wart und ich wünsche euch eine schöne restliche Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ja, in so einer Schale kann man das natürlich auch platzieren, wie hier. Ein paar Zapfen vielleicht noch drum zu. Falls ihr noch mehr Deko-Ideen sehen möchtet, dann könnt ihr einfach hier unten klicken. Da habe ich noch ein paar Videos. Und falls ihr noch kein Abo habt, könnt ihr kostenfrei ein Abo haben. Und dann klickt ihr einfach hier.